Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns jetzt Teilaufgabe B von dieser Aufgabe 1 auf Übung 7 anschauen. Und hier ging es eben um die Gruppierung und Sortierung der Artikel. Und hier heißt es eben, dass wir die Artikel, die wir haben, in Gruppen aufgliedern sollen. Waffen, Kleidung, Elixiere, Lebensmittel und andere Dinge. In genau dieser Reihenfolge. Und dann sollen wir eben die jeweiligen Kategorien oder die Items innerhalb dieser Kategorien in alphabetischer Reihenfolge auflisten. Das können wir einmal eben direkt in prozeduralem Code machen. Das ist Teil 1 der Aufgabe. Und als zweites sollen wir dann eben das mit Link machen. Okay. Im Prinzip müssen wir also hier bei diesem Gib-Artikel aus eingreifen, dass wir hier eben sagen, wir sortieren das Ganze und gruppieren natürlich auch. Und dann fangen wir doch einfach direkt mal damit an. Der erste Schritt, den wir machen können, ist, dass wir eben die kompletten Artikel sofort sortieren. Wenn sie einmal in alphabetischer Reihenfolge sind, dann sind sie auch nach dem Gruppieren noch in ihren jeweiligen Gruppen in alphabetischer Reihenfolge. Deswegen können wir das eigentlich alles mit einem Schritt erschlagen. Das erste, was wir also machen, ist hier sortieren. Heißt, wir rufen auf Artikel. Hier wird es eben nicht gehen, dass wir hier direkt Sort aufrufen, weil es hier eben noch um eine Liste geht. Weil das Ganze hier eben ein Array ist. Und das werde ich jetzt hier mal austauschen, damit wir eben die Sort-Funktion einsetzen können für diese Artikel. Das heißt, wir gehen auf Artikel und rufen hier Sort auf. Und wir können das ja einfach mal so versuchen. Das sollte meines Erachtens nicht gehen. Das heißt, wenn wir bis zu dieser Stelle debuggen und hier Sort aufrufen, sollte eine Exception fliegen. Genau. Und wenn wir uns jetzt hier eben die Details zu dieser Exception anschauen, dann sehen wir hier eben, dass die innere Exception für diese Nachricht eben ist, dass in dieser Compare-Funktion, die innerhalb von Sort aufgerufen wird, wenn wir uns eben hier den Stacktrace mal genauer anschauen, schade, jetzt ist er gerade weg, wenn ich hier Steuerung drücke, das heißt, ich versuch's, nee, auch das wird wahrscheinlich nicht richtig gehen, na doch, jetzt sieht man es einigermaßen. Das heißt, es wird eben hier eben Sort aufgerufen mit einem Introspective Sort, wie wir das hier eben sehen, auch ein Insertion Sort, und innerhalb dieses Insertion Sorts wird eben Compare aufgerufen. Das heißt, die Objekte müssen ja miteinander verknüpft werden in diesem Fall. Was heißt verknüpft? Das Blödsinn, miteinander verglichen werden. Welches Objekt ist kleiner, welches ist größer? Und daraus wird eben dann definiert, dieses Objekt muss an den Anfang und das andere nicht. Wir haben hier allerdings Überladungen, wenn wir uns das mal genauer anschauen. Wir können hier eben einen Comparison Delegate mit angeben oder eben einen iComparer. Das wäre ein eigenes Objekt, das nur für den Vergleich von mehreren Artikeln zuständig ist. Und genau das müssen wir jetzt eben hier auch anstreben. Wir können es zum Beispiel mit den Comparison machen. Das heißt, ich mache mir hier noch eine statische Methode dazu mit Vergleiche Artikel. Und wir bekommen hier eben ein Artikel, erster Artikel, und ein Artikel, zweiter Artikel.
Und wir können jetzt hier bei diesem Sort eben diese Vergleicherartikelmethode mit angeben. Wir müssen natürlich, glaube ich, noch ein Int zurückgeben hier. Dann geht das auch. Genau, das ist nämlich dieser Comparison Delegate. Und dieser Delegate wird eben immer aufgerufen, wenn zwei Artikel miteinander verglichen werden. Okay. Ja, und was müssen wir machen? Wir müssen einfach bloß gucken. Erster Artikel, Name und hier können wir eben compare to zweiter Artikel, Punkt, Name einsetzen. Und genau das können wir auch zurückgeben. Wir müssten hier natürlich eigentlich gucken, ist der Name gesetzt und so weiter. Aber in unserem abbegrenzten Beispiel haben wir immer darauf geachtet, dass der Name auch gesetzt ist. In richtigen Produktionskurs müsste man hier natürlich noch mehrere Überprüfungen vorher machen, was passiert, wenn erster Artikel keinen Namen hat, was passiert, wenn zweiter Artikel keinen Namen hat und so weiter. Okay. Damit sind wir jetzt erstmal hier fertig. Und wir haben die Artikel sozusagen nach Namen sortiert. Das nächste, was wir eben machen müssen, ist, dass wir diese Artikel in eine bestimmte Sparte stecken. Dazu erstelle ich mir eben, oder was heißt Sparte, eigentlich in eine bestimmte Gruppe. Das nenne ich hier eben Gruppierungen. Das ist eben ein Dictionary mit String und List of Article. Hier können wir eben sagen, dass wir hier, wie machen wir das denn am besten? Ich glaube, das machen wir noch ganz anders. Also ähnlich eigentlich wie in der Vorlesung dann. Ich werde auf der Artikelklasse noch mache ich das wirklich so? Hier eine Artikelgruppe definieren. Und wir können jetzt eben eigentlich das wirklich zu einer automatischen Eigenschaft erstmal machen. Aber wir können hier teilweise schon die Sachen setzen. Das sehen wir hier wieder, dass unser Objektmodell noch nicht wirklich optimal ist. Eigentlich müssten, also wir haben zwar noch nicht wirklich genau das Wissen um bestimmte Designprinzipien und Designmuster. Aber im Prinzip könnten wir eine andere Hierarchie anstreben, wo eben das die Klasse direkt vorgeben kann. Wir können jetzt eben hier einen Konstruktor bauen und wir sagen hier, dass die Artikelgruppe für alle Waffen eben Waffen heißen soll. Das kann man auch noch das G klein schreiben. Wann haben wir hier verzauberte Artikel? Es ist eben wieder blöd, weil hier steckt eigentlich ein Lebensmittel mit dahinter. Also das ist nicht ganz sauber. Tickets können wir wiederum so machen, dass wir hier eben sagen, dass die Artikelgruppe gleich andere Dinge ist.
Was auch nicht gut ist, dass wir hier das hart kodieren. Eigentlich sollten wir Konstanten vorgeben. Wir schauen dann nochmal hier in den Standardartikel. Den braucht man nicht, aber wir haben hier eben eine Klasse Kleidungsstück. Auch hier können wir das eben einsetzen, dass wir hier einen Konstruktor bauen und sagen, unsere Artikelgruppe ist eben Kleidung. Griffmaterial Elixier. Also können wir hier eben einfügen, dass die Artikelgruppe gleich Elixiere ist. Genau, und damit sollten wir eigentlich alles abgedeckt haben. Ich würde jetzt hier eben für das Kleidungsstück brauche ich es nicht setzen, für den uralten Brie sollte ich das aber sehr wohl machen, dass ich hier eben die Artikelgruppe gleich Lebensmittel setze und den verzauberten Artikel, auch das hier ist eben ein Lebensmittel. Also ich mache hier wirklich gerade alles falsch, was man so als Programmierer falsch machen kann. Das sage ich gleich nochmal dazu. Wir werden das aber, wie auch schon im vorherigen Video erwähnt, in einem späteren Video unter anderen Gesichtspunkten nochmal anschauen, warum das eigentlich ziemlich schlecht ist. Und auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich zu jedem Punkt eben eine Artikelgruppe gesetzt. Das heißt, wir können jetzt beim Sortieren einmal sagen, dass wir eben jetzt hier durch jeden Artikel durchlaufen und dann eben wiederum sagen, was machen wir denn jetzt am besten damit? Wir müssten ja eigentlich erstmal gucken. If Gruppierungen.contains key für Artikel, Artikelgruppe. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann müssen wir eben Gruppierungen.add Artikel, Artikelgruppe. New List of Article machen, damit sozusagen die Liste zum Element existiert. Dann sagen wir Gruppierungen für die entsprechende Artikelgruppe. Füge bitte diesen Artikel hier hinzu. Und so haben wir in unserem Dictionary dann eben die Aufteilung von Gruppe hin zu einer Liste von den jeweiligen Elementen. Und wir können dann eben das hier eigentlich mehr oder weniger aus... Naja, wir können das eigentlich, wir müssen das bloß in einer weiteren For-Each-Schleife kapseln. Und wir haben hier dann eben den Punkt, dass wir jetzt durch die Gruppierungen laufen. Können dann eben ausgeben, dass wir hier Gruppe.key machen. Und dann können wir eben nochmal durch diese Sache hier laufen. Und dabei nutzen wir natürlich aber Gruppe.value und geben dann eben hier die Artikelbeschreibung für jeden Artikel aus.
damit das Ganze noch etwas besser formatiert ist, könnten wir natürlich auch noch hier so eine kleine Einrichtung machen und nach dem Ausgeben aller Artikel machen wir noch eine Abtrennung. Gut, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie das hier jetzt eben aussieht. Das hier ist eben sortieren, das hier ist gruppieren, das hier ist Ausgabe. Und das schaut auch eigentlich schon ganz okay aus. Wir haben hier eben jetzt unsere Artikel. Im Punkt Kleidung haben wir eben bloß die plus 5 Geschicklichkeitsweste. Dann kommen die anderen Dinge. Dann die Elixiere. Und in den Waffen haben wir zurzeit nichts, aber Lebensmittel haben wir eben noch diese zwei Stück. Also das ist doch schon mal in dieser Form okay. Was wir eben noch brauchen ist, dass diese Gruppierungen selbst nochmal sortiert sind. Und wir müssten dann eben nochmal die Inhalte dieses Dictionaries, diese sogenannten Key-Value-Pairs für String und List of Article, selber sortieren. Das geht aber viel einfacher, wenn wir uns zurückerinnern, es gibt ein Sorted Dictionary. Bei diesem Sorted Dictionary kann man bestimmt, genau wie vorher, einen iComparer, wie wir hier sehen, eben... Entschuldigung, das muss ich ein bisschen schneller machen. Jetzt. Wir müssen hier eben einen iComparer mit angeben. Und dann können wir eben damit aussagen, wie das Ganze sortiert werden soll. Deswegen, damit wir das noch hinkriegen, bauen wir diesen Comparer schnell. Interface, wir möchten hier eben Strings vergleichen. So, und der Punkt ist eben, wir haben intern eine Liste. Das sind die Gruppennamen. Das Ding kann man eigentlich erst auch mal read-only machen. Und hier stecken wir eben die direkte Reihenfolge rein, wie es aussehen soll. Und wenn ich mich recht entsinne, waren das eben Waffen, Kleidung, Elixiere, Lebensmittel, andere Dinge. Also Waffen, Kleidung, Elixiere, Lebensmittel und andere Dinge. Also auch wieder ganz schlecht, dass ich hier das hart reinkodiere. Aber wir kommen, wie gesagt, nochmal in einem anderen Video drauf zurück, dass das Mist ist, was ich hier gerade mache. Viele Programmieranfänger und auch ich in meiner Vergangenheit hab das natürlich so gemacht. Kommt dann eben blöd, wenn die nächste Anforderung kommt und wir müssen das wieder ändern. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir jetzt eigentlich hier machen müssen. Der Punkt ist einfach, wir holen uns hier eben Index für x aus diesem Gruppennamen eben einfach diesen Index zurück. Index für y. Und hier vergleichen wir diese beiden einfach. Index für x minus Index für y. Der Punkt ist immer bei diesen Vergleichen, das habe ich auch schon in der Vorlesung angesprochen, wenn eben x
vor Y einsortiert werden soll, dann muss eben hier was kleiner als 0 rauskommen. Nehmen wir mal an, also hier kommt Waffen rein und Elixiere als Namen, weil die gerade eben in dieser Gruppe verglichen werden. Dann kriegen wir hier eben den Index 0 und hier den Index 2. 0 minus 2 ist minus 2, es kommt was Negatives raus, das heißt, die können in der Reihenfolge bleiben, wie sie hier eben schon mir übergeben wurden. Würde eben etwas größer als 0 rauskommen, dann würde die Reihenfolge weiter vertauscht. Ganz normaler Sortieralgorithmus. Können wir das in eine eigene Datei schieben und wir erstellen dieses Sorted Dictionary eben mit diesem Gruppenvergleicher. Ja, und damit sind wir eben jetzt dabei, dass wir hier diese Sachen gleich so sortiert haben, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt eben Waffen oben, da ist leider nichts drin, weil wir das legendäre Schwert, was wir haben, nicht verkaufen. Dann haben wir hier die Kleidung. Vielleicht machen wir das mal so groß, dass wir hier ein bisschen was sehen. Und dann kann ich auch reinzoomen. Wir haben hier dann eben die Kleidung, die Elixiere, Lebensmittel und andere Dinge. Genau in dieser Reihenfolge, wie wir das hier vorgegeben hatten. Gut, das ist Teil 1 der Aufgabe. Wir haben jetzt eben ein bisschen dafür gebraucht, dass wir das alles in prozeduralen Code runterschreiben letztendlich. Und ich kapsel das alles mal in einer eigenen Methode, indem ich hier extract refactor extract method mache und ich nenne diese Methode eben sortiere und gruppiere prozedural. Wir sehen eben, wir haben hier jetzt einfach alles, was zu diesen Punkten gehört, direkt hier in dieser Methode drin. Nur den Kommentar hier hat es verschoben. So, und dann können wir eben sagen, wir machen das nicht so, sondern wir sortiere. Oh, ich habe mich hier verschrieben. Das heißt natürlich sortiere und gruppiere prozedural. Und dann müsste eigentlich noch dastehen, gib das auch noch aus. Wir machen jetzt aber sortiere und gruppiere mit Link und werden jetzt eben sehen, dass das deutlich kürzer wird. Im Prinzip müssen wir eigentlich bloß Folgendes machen. Wir sagen Artikel, bitte sortiere das mal, damit die Artikel, die wir dort haben, nach Name sortiert sind. Das heißt, wir geben hier mit einer Lambda an, dass der Name des Artikels genutzt werden soll, um die Artikel zu sortieren. Und das ist, war schon das Sämtliche, was ich fürs Sortieren schreiben muss. Dann habe ich natürlich das Gruppieren, dass ich eben sage, dass ein Artikel bitte nach seiner Artikelgruppe gruppiert werden soll. Und wenn ich das habe, dann sage ich noch, dass wir diese Artikelgruppen nochmal sortieren müssen, eben nach einer bestimmten Aufgabe. Und jetzt müssen wir mal eben gucken, genau. Wir sagen hier eben, wir haben hier diese Gruppierung, oder wir können es auch gleich Gruppe nennen. Die Gruppe soll eben als direkt wieder so zurückgegeben werden letztendlich. Und hier können wir jetzt wieder unseren iComparer, also nee, Entschuldigung, Gruppe.key natürlich. Und hier können wir jetzt unseren iComparer wieder einsetzen. Dann halten wir uns das Ganze noch in einer Variable fest. War
Gruppierungen, haben wir es unten genannt, können wir auch hier machen. Und wir sehen, deutlich kürzer als das, was wir hier vorher... Na ja, gut, so viel kürzer ist es jetzt in diesem Fall auch nicht, wobei wir eben noch die Methode eigentlich hier unten mit hinzunehmen müssen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist eben deutlich ausdrucksstärker meines Erachtens, ne? Als das, was wir hier in dieser Methode geschrieben haben. Und auch hier müssen wir dann eben die Ausgabe machen, die letztendlich ja so ähnlich aussehen sollte wie hier unten. Wir gehen hier eben durch jede Gruppe durch, geben den Key aus und hier dann eben noch die Artikel. So. Wir könnten sogar eben das hier direkt rausnehmen und tatsächlich eigentlich hier noch ein Where-Up einbauen, indem wir hier eben sagen, Artikel geht über nach Artikel ist legendärer Artikel gleich false. Und hier setzen wir noch einen Punkt dazu. Dann passt das wieder. Und wir sehen hier einfach, dass wir hier mit dieser Fluent API, die uns Link bietet, sehr ausdrucksstark sagen können, bitte filtere alles heraus, was ein legendärer Artikel ist. Sortiere die ganzen Artikel, kopiere sie und ordne die Gruppen nochmal neu. Anhand eben diesen iComparer, den wir hier implementiert haben und den wir auch hier unten nutzen. Und wir sehen, in diesem Beispiel ist es nicht viel, aber im Prinzip brauchen wir eigentlich fast immer gleich viel oder eher weniger Code mit Link. Und es ist viel ausdrucksstärker, was wir hier machen, und wir müssen uns viel weniger nachdenken, wie das eigentlich intern eigentlich abläuft. Das ist alles relativ gut gekapselt in meinen Augen. Und man hat ja auch gesehen, ich bin viel schneller zu diesem Ergebnis gekommen als zu dem hier unten. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob das Ganze jetzt auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Schaut ganz gut aus. Ich mache hier wieder nochmal groß, in der Hoffnung, dass ich wieder alles anzeigen kann. Genau. Und hier in der Link-Fassung haben wir dann natürlich auch nicht das Problem, dass die Gruppe der Waffen überhaupt gebildet wird, weil wir eben die legendären Artikel schon vorher rausgefiltert haben. Das haben wir in der unteren Lösung nicht gemacht. Wir haben hier eben gleich Kleidung, Elixiere, Lebensmittel und hier die anderen Dinge. Okay, damit sind wir am Ende für dieses Video. Wir haben nochmal gesehen, wie geht man mit Dictionaries um, wie kann man eben sortieren und gruppieren. Das sind zwei Sachen, die man sehr häufig machen muss, vor allen Dingen, wenn man Daten fürs User Interface aufbereitet. Wir haben eben gesehen, prozedural geht's, mit Link geht's meistens etwas einfacher. Und im Prinzip ist es auch sehr intuitiv erfassbar. Also wenn man hier eben sieht, ist where, wenn man ein bisschen Englisch kann, kann man sofort irgendwie rauslesen, okay, das muss irgendwie ein Filter sein. Danach wird eben sortiert, gruppiert und die Gruppierungen nochmal sortiert und dann sind wir hier am Ende und können die Ausgabe machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da wird es dann eben mit der Vorlesung weitergehen. Bis dahin sage ich ein schönes Wochenende und bis bald.